Ich erinnere mich gern an meine Schulzeit insofern, als dass ich da hingegangen bin, jeden Tag, und Leute getroffen habe, die waren nett oder nicht nett, oder wenn man sich länger mit ihnen unterhalten hat, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich gar nicht der Einzige bin, der ein bisschen bekloppt ist, sondern dass im Prinzip fast alle ein bisschen bekloppt sind, manche sogar sehr bekloppt. Und daraus habe ich viel Energie gezogen. Ich bin gar nicht so alleine gewesen in meiner Seltsamkeit, in meiner Verschrobenheit, wie ich das am Anfang dachte. Natürlich gab es in der Schule auch Dinge, die ich ungern erlebt habe. Das war alles rund um, sage ich mal, sehr stark autoritär geprägte Erlebnisse, wo mir nicht erklärt wurde, warum ich etwas tun soll, sondern nur, dass ich etwas tun soll. Das habe ich damals nicht wirklich eingesehen und ich war kein aufmüpfiger Schüler, sondern eher jemand, der das nach innen versucht hat zu verarbeiten. Damit hatte ich teilweise große Probleme. Insofern, wenn man mir erklärt hat, warum, dann war eigentlich alles gut. Und wenn man mir überhaupt nicht erklärt hat, warum, dann hatte ich sehr unangenehme Erlebnisse.